BMW C650 GT gegen Suzuki Bergman 650. Zwei ausgewachsene und beeindruckende Luxusroller im direkten Vergleich. Der Bergman 650 präsentiert sich seit kurzem völlig rund erneuert in einer modernen Hülle. Die typischen Merkmale, die den großen Bergman ausmachen, bleiben aber glücklicherweise erhalten. Zu den großen Stärken zählen der kräftige Motor und die hervorragende Getriebeabstufung, durch die der wuchtige Roller vom Fleck weg ordentlich abgeht. Der Power Mode legt noch ein Schäuferl nach. Selbst sportliche Fahrer kommen voll auf ihre Kosten. Neuerdings bietet der Bergman 650 die Möglichkeit, per Schaltwippen am linken Lenker die Gänge manuell zu schalten und somit den Motor ordentlich auszudrehen. Wer nach Fehlern sucht, findet sie bestenfalls im Fahrwerk. Die bequeme, auf Komfort ausgelegte Abstimmung lässt den Roller recht früh mit dem Hauptständer aufsetzen, wirklich instabil wird er aber nie. Ein nettes und praktisches Detail sind die elektrisch einklappbaren Spiegel, die im engen Kolonnenverkehr durchaus Sinn machen. Das schräg nach oben fahrende Windschild wirkt vielleicht simpel, funktioniert aber tadellos. Bei den Heizgriffen sieht man allerdings, dass sie nachträglich eingebaut wurden. Der Laderaum baut sehr weit nach hinten. Wer diesen Raum stopft, bekommt eine ganze Menge Gepäck hinein. Der BMW C650 GT beeindruckt sofort mit seinem guten und stabilen Fahrwerk, das sich durchaus mit Motorradfahrwerken messen kann. Einziges Manko des BMW-Rollers ist die Abstimmung der Automatik, die den schweren Roller nur behäbig und mit lautem Getöse des Motors in Bewegung bringt. Das brillante Fahrwerk macht das aber wieder wett. Wirkt vielleicht nicht ganz so sänftenartig wie jenes des Bergman 650, an Komfort mangelt es dem BMW-Roller aber auch nicht. Vor allem auf kurvigen Strecken spielt der C650 GT alle anderen Luxusroller locker an die Wand. Lediglich sein kleinerer Bruder, der C600 Sport mit dem gleichen Fahrwerk, ist noch agiler unterwegs. Die Verarbeitung stimmt ebenfalls, da klappert und scheppert nichts und die Plastikteile wirken sehr hochwertig. Auch die aufgeräumten Armaturen spiegeln diesen Eindruck wider. Dass der Drehzahlmesser recht klein ausfällt, stört auf einem Automatikroller ohnehin nicht wirklich. Das Windschild bewegt sich etwas träge, dafür ist der Stauraum riesig und nimmt ganz locker zwei Integralhelme sowie eine Menge Utensilien auf. Insgesamt ist die Wahl zwischen den beiden Luxusschiffen recht schwer. Beide sehen schnittig aus, bieten pfiffige Details, haben starke Motoren, die selbst bei hohen Autobahntempi mitspielen und beide haben einen großen Kofferraum. Der BMW C650 GT besticht außerdem besonders mit seinem herrlichen Fahrwerk, während der Bergman 650 durch seinen tollen Antrieb beeindruckt. Optimal wäre die Antriebseinheit des Suzuki-Rollers im C650 GT oder das Fahrwerk des BMW-Rollers im Bergman. Aber alles kann man nun mal nicht haben.